Säbel bekommen. Ich meine den Rücken in Säbel. Ja, ich ist mir egal. Den Rücken in den Säbel bekommen, jetzt haben wir. Bevor die jetzt mir jedes Mal drei Gegner tun, die noch drei Schlägen sterben, könnten sie es eigentlich gleich lassen, weil stört mich nicht so, jetzt. Das ist eher, das hindert mich eher, meine Aufgabe, die zu erfüllen. Unten ist irgendwas, da hinten ist bestimmt nichts. Ich könnte schwimmen. Ach nee, ist mir egal. Ich will auch nicht schwimmen. Und jetzt kamen gerade die Einkünfte unserer Miete. Die kommen immer. Und, ja, genau. Aha, Zahnräder. Das sagt man, wir sind in der Schweiz. Und ich bin voll cool Schweizer, gell? Also, auch wenn ich manchmal den Bayer, den schweizerischen Akzent habe. Ich bin kein Schweizer. Das wundert mich auch. Da, drei Schläge und schon ist er weg. Nummer 1. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Na, Bäm! Und wie sie immer den gleichen blöden Move macht und die Gegner einfach nicht checken, dass ich da voll die Oberkellnerin bin hier. Ich bin ja voll die Oberkellnerin. Hey, leck mich am Arsch. Ich kellner sie alle weg, hey. Gut, dass alles Sinn ergibt, was ich sag. Sonst müsste ich ja irgendwas anderes sagen. Ja. Renn nur mal schnell hier. Ich habe doch keine Zeit. Ich muss doch noch zum Einkaufen gehen später. Um 9 Uhr abends. Ist hier irgendwas? Nö. Ach, da hinten sind wieder Gegner. Die sehe ich gar nicht, weil ich cool bin. Und dann kill sie voll weg, ey. Und wie sie einfach im Wasser landet, die blöde Kuh, und dann Dinger da was. Und wo wir gerade beim langweiligen Kampf sind, gleich mal eine kleine langweilige Information, die niemanden interessiert, nicht mal mich. Ach, ich wurde erschossen, verdammt. Ich habe ja gerade Tanzkurs in der Schule. In der 10. Klasse am Tanzkurs. Ich bin in der 10. Klasse jetzt. Bin cool. Nächstes Jahr in der 11. Und egal. Und dann so sagt meine Lehrerin, ja, du bist von morgen vor 10 Uhr bis 1 in der Schule und du musst da Musik machen. Ein bisschen Bass, ein bisschen Gitarre spielen. Da dachte ich mir, ja, okay. Dann bin ich da so, dann sagt sie, ja, spiel mal das und das. Ja, gut, kann. Dann spiel mal C. Sag ich, ich kann kein C. Warum nicht? Ich kann keine Noten. Warum denn nicht? Naja, ich spiel nach Gehör, nach Tabs und so. Ha, das ist scheiße. Was kannst du noch so? Schlagzeug? Na dann spiel Schlagzeug. Jetzt darf ich 4 hässliche Scheißlieder auf Schlagzeug spielen, Hetzifix. Als ob ich nicht sonst so genug zu tun hätte hier mit überhaupt nichts machen. Das muss gut durchdacht sein. Ich kann doch nicht die ganze Zeit irgendwie irgendwas labern, vor dem ich echt keine Angst habe. Ich habe keine Angst vorm Labern. Ja, genau. 2 auf einmal gebasht und die ist durch den Stein geflogen. Marmor, Stein und Eisen bricht bloß sie. Verspricht sich. Ich hoffe, ich bin bald da bei dem. Ach ja, ich glaube, ich bin bald da. Ja, da hinten ist doch der schöne Glasstein aus Glas. Dann nehme ich den mir halt und dann werb ich den mir halt. Nein, ich nehme ihn mir halt und dann habe ich ihn halt. Ich nehme ihn einfach so, mein Gott, ist mir egal, was da im Wasser war. Mein Gott. Ach ja, und jetzt passiert bestimmt irgendwas. Nee, bestimmt nicht, oder? Ha, wusste ich's doch schon. Ich hab's schon an der Anekdote erkannt. Nimm den dreckigen Schlüssel, sie fix. Warum ich nicht? Ja, und wie sie mich gerade voll dissen, hey, leck mich am Arsch. Jetzt hauen sie mich aber weg hier, die ganzen Assassinenviecher. Dreimal hauen und dann ist es vorbei. Und sie ist kurz im Boden drin gewesen, weil das cool ist. Und sie ist gleich sowieso tot. Ja, jetzt geh weg, geht's da. Passt schon. Warum nicht alle gleichzeitig angreifen? Ich weiß es echt nicht. Es wäre doch so viel einfacher. Wenn man einfach hingeht und dann im Boden verschwindet, wie die gerade. Hat viel Vorteile, doch. So, und dann noch hier den letzten Assassinen-Typen, der mir ins Gesicht schießt, mir aber egal ist. Mein Gott, entkomme aus der Höhle. Ich könnte mich einfach raus teleportieren, aber ich kann mich ja nicht raus. Ich muss ja sowieso. Muss ich mich ja teleportieren. Hin und dann bloß wieder zurück. Ich kann mich nicht einfach irgendwo Sicherheit machen. Nee, nee, nee. Ich muss in Unsicherheit leben. Ach, jetzt kommt da nochmal. Ach, jetzt kommt da. Wehe, jetzt kommt da jedes Mal. Ach, so scheiß Viecher. Das wäre voll langweilig, ey. Weil die Kämpfe sind irgendwie vorhersehbar, was ich machen muss. Also, man kann es lernen. Ich vergesse, was ich machen muss. Deswegen bin ich so schlecht in Kämpfe. Weil, wenn sie sich wegdreht und dann macht sie einen Revolverschuss. Boah, hey, nie du. Der tschechische Handstand. Das ist ja was ganz Neues, hey. Und wenn einiger sagt, warum hast du immer den blöden Hammer dabei? Dann sage ich, weil der verdammt geil ist. Weil er ist einfach verdammt geil. Sieht man schon, er macht alle fertig. Normalerweise müsste man wahrscheinlich voll so schwul irgendwie 10-mal drauf pleppern auf so ein Vieh. Auf so einen Gegner, auf so einen Mob.
dann hätten wir das gleiche Ergebnis, bloß es dauert einfach länger. Und wer will schon 3 Minuten zuschauen, wie der Typ eine Piratenbraut spielt, die dann 10 Minuten immer das gleiche macht? Das ist doch voll langweilig, ey. Will doch keiner sehen, sowas. Also, ich will sowas nicht sehen, deswegen mache ich sowas nicht. Ich könnte eigentlich Wasser trinken, das mir da besser geht, aber nein, sie muss bloß Karottensaft trinken. Oder irgendwas anderes, was dämlich ist. Ich hätte jetzt fast gern ein Gerstensaftgetränk. Ich renne einfach weiter, oder? Also, mein Gott, dann renne ich aus der Scheißhöhle raus. Meine Fresse, hey, hinter mir sind welche, ist mir egal. Und auch wenn hinter mir 20 sind, ich renne einfach vorbei. Wurscht, ist ja egal, gell? Nein, jetzt. Wurscht, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Danach zügle. Ist denn die Wurst noch frisch? Ja, heute in der Früh ist das Schwein gestorben an der Leberzirrhose. Kommt von der Blutvergiftung. Ach, scheiße, andersrum. Heute in der Früh ist das Schwein gestorben an einer Blutvergiftung und das kommt von der Leberzirrhose. So war es nämlich. Aha. Ach, so. Wo muss ich jetzt? Ach, ich muss da hinten raus. Weil die können mir auch nicht folgen, die ganzen Viecher. Die sind cool, die bleiben in der Höhle drin und schauen mir nach, oder? Ja, die sind cool. Kehre zu Hopsten zurück. Ich würde einfach gerne Siegerstraße und dann irgendwie teleportieren nach meinem Unterschlupf, dass ich unterschlüpfen kann mit meinem Schlüpfer. Ha, Schlüpfer, Unterschlupf. Blödes Wortspiel. Und dann halt Ding oder was? Fernwaffen. Ich muss noch die Stufe 5 kaufen. Na dann muss ich mir aber die Stufe 5 kaufen. Wenn ich dann irgendwann eine Quest nochmal mache, also mache ich zwar nicht, aber wisst. Und wo komme ich jetzt, wenn ich jetzt wieder zurückkomme, einfach bloß, ist das genau das, wo ich gesagt habe, dann ist das gay. Weil das bringt mir einen Scheißdreck. Hin teleportieren, weg teleportieren. Ja, ich bin da, wo ich... Boah. Das hätten sie ja auch ein bisschen anders machen können, also muss nicht sein, dass man jetzt da 10.000 Mal immer wieder... Weißt du, ich gehe einfach da hinten nach. Ich kann da hinten nicht lang gehen, weil da keine Treppe hochführt. Ich muss da außen rum lang gehen, weil es ja cool ist und das ist ja mächtig, das Teil. Ja. Wenn ihr mal hören wollt, wie ich mich unglaublich erschrecke und mir voll in die Hosen scheiße bei einem Spiel, dann schaut mal das Metro Let's Play an. Die ersten, weiß ich nicht, 4 Teile sind noch normal, so keine Angst, aber dann die anderen sind voll Angst. Hey, leck mich am Arsch, habe ich da gerade Angst, hey. Boah, ich trau mich gar nicht weiterspielen. Das war noch nie bei einem Spiel so. Wie ich mal, keine Ahnung, hey. Oh, schöne Stadt. Das habe ich gebaut, weil ich cool bin. Ich nehme jetzt gleich das blaue Laken davor noch und nehm's mit. Und warum musste ich jetzt irgendwie... Warum? Ich bin doch eine Heldin. Ich könnte einfach fliegen oder so. Ich könnte mir ein Raumschiff basteln. Und dann... Da... Katzen mit Hühnern kreuzen. Katzen mit Hühnern kreuzen. Gut. Guten Tag, Madam. Madam? Nö. Ich labere jetzt 50.000 Menschen an und dann sage ich, hey, du bist ja cool, ich sei der Mann Witz, ich pust dich mal voll. Ich rupst dich mal voll, ich pfeif dich mal voll. Dann habe ich auch meine 100 Gildensiegel voll. Aber das ist ja doof, also deswegen mache ich das nicht. Weil, mein Gott, bist du Hobson? Nee, du bist Pat. Wer ist Pat? Nach Bauernstone reisen, ja. Und warum kann ich nicht einfach nach Ding mit einer Taste nach hinten reisen, wohin ich will? Ist das verboten und ist das uncool oder was? Mein Gott. Jetzt muss ich von hier aus wirklich zu dem Deppen hingehen, hey. Weil ich ja so cool bin. Und meine Fresse, hey. Also, Zifix. Das Reisen ist echt dämlich. Ich könnte doch einfach dahin reisen, wo ich hin wollte. Mein Gott, hinkreisen habe ich gerade gesagt? Habe ich nicht. Nein, ist auch nicht. Seid gegrüßt, meine Damen. Ja, das lobe ich mir schon eher. Du bekommst einen Keks. Einen ganz alten, staubigen, zerfressenen Keks, der gar nicht da ist. Ich habe ihn gegessen. Ja. Wir müssen natürlich den ganzen Weg latschen, weil man kann nicht einfach irgendwie... Hey, willst du 10 Minuten Weg sparen und dafür irgendwie eine Taste drücken oder 10 Gold begleichen oder kaufen oder Scheißdreck? Dann drück die Taste, aber das geht nicht. Nein. Ach, da gibt's was zu trinken. Ne, brauche ich nicht. Wenn wir mal was nicht auf Lager haben, versucht es nach ein paar Tagen noch einmal. Ach. Ach, was? Hier ist der Poison. Ding. Was wollte ich gerade sagen? Ich hab's vergessen, ich weiß doch nie, was ich sagen will. Und warum gibt's die zerstörbaren Kisten, wenn da nichts drin ist? Was ist denn das? Ist das schwul oder was?
Immobilie untersuchen, 7.000, hab bloß 21.000. Na, das bringt's doch. Überhaupt nicht. Standverkäufer. Standverkäufer meine ich nicht, Standverkäufer. Nein, ist mir wurscht. Jetzt gehe ich wieder dahin, da gehe ich nach rechts, glaube ich. Ja, rechts ist das neue links. Da ist auch irgendein... Ach, da ist doch so ein Laden, wo ich so Sachen verkaufen kann. Ja, das ist doch schön, da gehe ich doch hin. Das Spielzeugschwert, Spielzeugschwert, verkaufe ich mal. Ich meine, verhalte ich mal. Ich meine, behalte ich mal. Boah, meine Fresse. Verkaufen. War mir ein Vergnügen. Mir nicht. Perle verkaufe ich einmal, zweimal. Das verkaufe ich. Halt die Fresse. Den Diamanten verkaufe ich zweimal. Halt doch mal die Fresse, Itze. Ich würde mir gern irgendwas kaufen, hey. Ich kaufe mir einfach das da. Ach, bin ich geil. 26.900, 7.100. Ich habe zu wenig Geld, scheiße. Na, was soll's. Was ist der für ein Laden? Ist der cool? 17.000, das kaufe ich mir. Schnipp, schnapp, Barbiere. Yep. Preise anpassen? Nö, brauche ich nicht. Doch, Preise anpassen. Legt die Höhe der Preise fest. Denkt daran, alle 5 Minuten 517? Aha. Na, ist mir egal. Dann machen wir es normale Preise, ist ja wurscht. Noch 12.000 haben wir jetzt. Kann ich mir das kaufen? Ist das cool? Nein, das kostet mehr. Ist das Schmied? Schmied, ja, aber da ich sowieso ein scheiß Schmied bin. Hä? Achso, ich dachte, ich muss woanders umgehen. Woanders umkehren, wollte ich gerade sagen. Na, du mir nicht. Ich mag dich nicht. Immer noch 339 Tage. Die Arbeit vergeht anscheinend nicht. Ich meine die Zeit. Ich hätte gerne jetzt ein bisschen Ding. Das ist unser Vorhof, Schloss, Stadt, Ding. Und jetzt, was hat uns das gebracht, dass wir jetzt irgendwie 10 Minuten dahin latschen? Und warum können wir nicht einfach hin teleportiert werden, weil wir Helden sind und so, wir sind cool? Anscheinend zählt das heutzutage nichts mehr. Anscheinend nicht. Bring mir einen Teleporter. Ja, was ist? Aha. Unsere Schatzkammer, unsere voll prall gefüllte. Minus 105000. Was ich zu hoffen gewagt habe. Unschwer. Ach, er hat einen Schuh in der Hand. Schätzen, dass er ein. Wo hat sie den uns gerade versteckt die ganze Zeit? Da fällt mir echt kein Platz ein, hey. Platz. Und jetzt stellt sich die Frage, was wollt ihr mit diesem Edelstein anfangen? Ich will ihn essen. Soll ich das Geld aus dem Verkauf in die Schatzkammer bringen? Nein. Oder wäre es euch vielleicht lieber, wenn das Geld in, sagen wir mal, persönlichere Kanäle fließt? Der Staatskasse spenden. Ich bin jetzt voll der Idiot. Und alle haben doch so gesagt, ja, du Arsch und so, und jetzt leiden sie, das ist mir egal. Jetzt können sie ruhig sterben, die Deppen. Halt doch mal die Fresse, ist mir egal, was du sagst jetzt gerade. Schau mal, ein Fussel. Oh, Fussel. Ja, halt die Fresse. Kehr zu Hopfen zurück. Entscheide, trete drei eine Reise voller Abenteuer, an und Entdeckungen. Habe ich gemacht. Schön. Ja. Das Geld für den auroranischen Diamanten mit eurer Armee finanzieren. Das Reich ist wieder etwas sicherer geworden. Ich habe jetzt 50 Gildensiegel mehr und jetzt haben wir nur noch 249 Tage, bis die Ding vorbei ist. Ja, jetzt muss ich zu Hobson. In der Schatzkammer ist es ziemlich schlecht bestellt. Wir dürfen keine unnötigen. Ja, das finde ich auch. Also das würde ich auch sagen, ja doch. Auf jeden Fall, ja doch. Davon sprechen, das bringt mich zum leidigen Thema des Kindergeld wieder einführen. Ja! Jetzt treibe ich mal die Staatskasse so richtig in die Scheiße. Die Brutmaschinen des Pöbels. Das ist ja fast böse. Na klar. Ich spende alles, Etzer. Nee. Sollen wir mit dem Rest eurer Termine. Ja, mach mal. Hier ist die königliche Tagesordnung. Ja, entscheidet über den Antrag zur Renovierung von Bauer Stone Asyl und Waisenhaus. Trefft euch mit Page. Ach, nicht so wieder sowas Dämliches. Ich will doch einfach bloß Ding. Okay. Oh mein Gott, wer verschließt denn die